Am Samstag geht es für die Handballer von Frischhoff Göppingen wieder um 2 Punkte. Ab 20.15 Uhr ist der Bergische HC zu Gast in der Hölle Süd. Und auch wenn der Handballclub aus Nordrhein-Westfalen nur ein Aufsteiger ist, hat er in dieser Saison schon für einige Überraschungen gesorgt. Die haben richtig gut in der Saison gestartet und die haben ein paar Überraschungsergebnisse erreicht. Siege in Hamburg, zwei Siege auswärts in Gummersbach und Wetzlar, das spricht genug über Mannschaft. Die haben Glück gehabt, dass die Hamburger erwischt, Hamburg in eine gute Zeit für sich. Wenn die sind von dieser Katar-Reise zurückgekommen und das war schon wichtig für diese Aufsteiger. Zwei Bonuspunkte, die haben gleich gekriegt und praktisch die leben bis heute von dieser Euphorie. Deswegen, die könnte auch befreit spielen in jede Halle. Trotzdem gehen die Göppinger als klarer Favorit in die Partie. 2 Punkte sind auch beim Blick auf die Tabelle Pflicht. Denn um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten, muss ein Sieg gegen den Bergischen HC her. Ganz einfach wird das allerdings nicht, denn die Verletztenliste der Göppinger ist lang. Mimi Kraus hat nicht trainiert bis jetzt. Er hat noch eine Attacke von Hamburger Deckung. Hat sich verletzt auf der Schulter. Und das ist eine Einblutung, trainiert nicht bis heute. Ich weiß nicht, wie ist der Zustand heute. Kommt er zu Training oder nicht? Spielt er am Samstag oder nicht? Das ist die offene Frage. Gestern konnte er auch nicht trainieren, Evgeny Pevno. Er hat auch Probleme mit Handgelenk gehabt während dem Training. Gestern Untersuchung gemacht bei Bickelhaupt, Dr. Bickelhaupt. Und hat mir Nachmittag angerufen und hat gesagt, das ist eine Entzündung in Sehne. Auch Daniel Fontaine wird am Samstag aller Voraussicht nach nicht für einen Einsatz zur Verfügung stehen. Dafür hat Star-Torhüter Primož Prost seinen Rippenbruch auskuriert und ist am Wochenende wieder im Mannschaftskader. Bisher wurden für die Partie knapp 4.000 Tickets verkauft. An der Abendkasse wird es daher vermutlich noch Steh- und Sitzplatztickets geben. Anwurf ist um 20.15 Uhr.